Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mal wieder mit einem AstTPT. Da hat uns wieder mal ein Fan sein Deck geschickt. Diesmal ein Hero-Deck. Und heute haben wir auch Barisch, unseren Hero-Experten, dabei. Allgemein neue Experten. Die Experten vom letzten Mal haben mich leider nicht so überzeugt. Und die schauen sich jetzt mal das Deck genauer an, geben ein paar Tipps und Tricks, was man so verbessern kann für den Fan. Soll ich erst alle vorlesen oder? Nee. So, ganz kurz. So, was ist die Schlüsselkarten? Ja. Soll ich vorlesen, dann Vorschlag oder alle einzeln? Also wir haben hier einmal Trap Tricks Murmillo. Also hier hat er mehrere, so einzelne komische Karten drin, da habe ich schon alles getestet. Murmillo hat hier drin, zwei Goblin Berg, einmal diesen Clown, wie heißt der genau? Hattricker, dreimal Mist, zwei Monk, drei Bubbleman, zwei E-Call, zwei Instant Fusion, drei Hero Lives, ein Raigeki, ein Roter, ein Nachladen, ein Zyklon, zwei Typhoon, ein Book, drei Must Change, ein Lanze, Mirror Force, TT, Emptiness, ein Finish Chain, zwei Call, zweimal Trap Tricks, wie heißt die, Nightmare, ein BTA, Warning. So, erstmal zum Main Deck. So im Allgemeinen schaut es so ganz normal aus, aber wie wir schon besprochen haben vorhin, es ist ein bisschen veraltet. Hier fehlen die Solemn Strikes zum Beispiel wahrscheinlich. Allgemein hat er schon, er hat sich Gedanken gemacht, zum Beispiel mit dem hier, er will 4er Exits gehen, er will auf Schutz gegen Pendel. Warte, kurz zu den Solemn Strikes. Viele Hero-Spieler wollen das nicht spielen wegen Hero-Less. Genau. Das, aber du haust ja Lore raus und dann brauchst du Schutz. Und deswegen, im Hero ist es nicht so oft, dass du haust raus, danach einzeln halt, entweder hast du deinen Schutz, du beschützt Lore oder nicht. Weil im Hero kommst du nicht oft zurück, ganz ehrlich. Du musst halt deinen Lore hinlegen mit Schutz und dann ist der Gegner tot nach ein paar Zügen. Deswegen sollte man trotzdem zweimal Strike spielen. Im Allgemeinen habe ich hier alle Varianten schon getestet, was er hier versucht hat. Ich habe sogar Bulb eingebaut mit Foolish, kannst du Teil suchen mit Mist. Du kannst auf Trishula gehen mit diesen Hattrick Special Summon auf Stufe 9. Habe ich schon alles probiert, aber hat alles nicht so gut geklappt. E-Hero muss man pure Konstanz gehen, zum Beispiel. Okay, Upstarts müsste man spielen. Einen, aber nur noch einen, genau. Diese ganze Engine, die würde ich alle raustun. Diesen Clown, den Murmillo, eine Lanze würde ich auch raustun. Da gibt es eine andere Schnellzauberkarte. Da bleibt die Karte von Karteneffekten und Kampfzerstörung unberührt für einen Zug, aber sein ATK fällt auf 100 zurück. Die ist zum Beispiel auch eine vielleicht bessere Option. Typhoon. Ich weiß nicht, Finish Chain kann man direkt kicken. Was sagt ihr so? Ja, ich finde auch, er hat sich schon Gedanken gemacht. Mit dem Clown kommt auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, mit dem Clown Goblinberg kommt er sehr wahrscheinlich auch erste Runde auf die Vierer-Exit. Er hat halt noch die Monks. Mit dem Monk kann er halt gleich den Trap-Trick suchen und specialen. Dann kann er, also wie gesagt, er kommt definitiv erste Runde auf Vierer. Also ich finde den Bild nicht schlecht. Ich würde von den Monstern, wenn er zufrieden damit ist, würde ich es lassen. Es schaut gut aus. Was ich definitiv ändern würde, Zyklon würde ich zum Beispiel nicht mehr in dem Format spielen. Finde ich persönlich nicht mehr so gut. Dann statt die würde ich halt diese die Nightmare, hä? Ja, deswegen ja. Ich würde halt statt der Nightmare würde ich zum Beispiel noch einmal die andere Trap Hole spielen, die Raum und Zeit Fallgrube. Ja, mit der kann er halt, weil er auch auf Lese im Extra spielt, die kann er dann auch dafür benutzen. Also es sind insgesamt, schaut es nach einem konstanten Bild aus, es sind aber durch ein paar kleine Feinheiten, kann er das Deck meiner Meinung nach aber noch besser machen und konstanter. Ich meine halt, Law ist immer noch eine gute Karte, wenn du ihn schützen kannst, blockiert er den Gegner immens, aber ich meine zum Beispiel, wenn er hier nicht Law und Emptiness hat, wird er halt immer Probleme gegen Cosmo haben, ja. Weil im Endeffekt Cosmo stört es nicht, dass die Karten entfernt werden. Dafür haben sie ja auch andere Sachen. Zum Beispiel hier Cosmo statt. Also ich meine, im Insgesamt schaut das sehr stabil aus, aber meiner Meinung nach kann man das durch einzelne Karten wie Solemn Strike, wie Albtraum Feuergrube und hier, keine Ahnung, Space, weiß ich nicht, ob er die Handkarten immer bräuchte, würde ich vielleicht mal durch Twin Twister ersetzen. Ja, also es sind so Sachen, die er testen könnte. Ja, Side-Deck ist halt noch nicht 15 Karten, sehe ich gerade.
Aber ich bin mir sicher, er weiß halt auch, was er da spielen muss. Zum Beispiel hier Systemabsturz gegen Cosmo. Vielleicht noch eine Chaos-Jägerin. Je nachdem, was halt sein schlechtestes Matchup ist. Aber da weiß er sicherlich auch Bescheid. Negiert Chaos-Jägerin nicht den Effekt von Law und macht das Deck dann absolut sinnlos? Oh, stimmt. Ja, ich habe es in meinem Bild ausgegeben. Ja, stimmt. Chaos-Jägerin ist keine gute Karte für ihn. Nee. Video, wieso Video am Arsch, du Arsch? Ich habe mich jetzt, ich spiele sie selber im Side. Von seinem Deck bringt sie natürlich nichts, hat er nicht. Ja, aber Systemabschluss wäre vielleicht gut. Ja, okay, ich habe vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge noch. Zwei Space ist nicht schlecht, Galaxy Cyclone ist für mich jetzt sinnlos, jetzt zu spielen. Book ist so eine Sache, Book braucht man eigentlich nicht, wenn man gegen Cosmos spielt, ist halt schlecht, aber ansonsten gegen, ich denke gegen andere Decks wie zum Beispiel BA ist sie echt gut, aber da braucht man sie auch nicht, da man mit Law einfach die ganzen Monster zerstört. Lanze auf eine Lanze zu spielen ist, kann gut kommen, kann auch schlecht kommen, weil sie nur auf 1 ist. Ansonsten würde ich vielleicht, dadurch, dass du die Myrmeleo spielst, würde ich vielleicht noch eine Chaos Trap Hole spielen, weil die jetzt zurzeit auch echt gut ist gegen Cosmo, gegen Monarchen und gegen BA gut ist, aber 2-2-2000 halt. Mit Myrmeleo kann man keine Konter Trap Hole suchen. Was bringt dann Chaos Fallgrube? Oh mein Gott, okay, da hast du recht. Ja, okay, dann Finish Chain. Will ich lieber zwei spielen. Also ich TT. Hey, du hast Video kaputt gemacht, alle beide, Mann. Jetzt rede ich mal. Also Problem ist, wenn man gegen Teil E-Hero spielt. Der Gegner hat fast immer Law, denkt man. Aber ich habe selber gespielt, es ist wirklich unkonstant. Deswegen, ich habe alle Varianten probiert. Es gibt noch die Speed-Variante. Vielleicht kannst du die mal probieren. Da spielst du 3 D-Draw, jetzt kannst du 2 Allure spielen, 3-mal Diamond Dude, du füllst deinen Friedhof, Wunderfusion, geht mehr auf OTK. Du hast noch Dark Law und da spielst du halt fast keine Fallen. Die Variante kannst du probieren, die hat auch Spaß gemacht, aber da kam auch irgendwann die Konstanz nicht mehr, weil dann kam Pendel und die waren halt noch konstanter. Probier auf jeden Fall die Speed-Variante, wie gesagt, mit 3 Diamond Dude, 3 D-Draw, Allure, Wunderfusion, genau. Aber die Variante ist... Rating für das Deck? Rating würde ich so... Also an sich, wenn man nur ohne Meta beachtet, wäre es schon eine 8 oder so. Aber wenn man eher so Meta bedenkt, an Meta denkt, weil es ja älter, zu der Zeit hat man so ungefähr gespielt. So an sich würde ich nur 6,5 geben insgesamt. Okay, weil du halt gemeint hast, die Speed-Variante und kein Schutz, er zum Beispiel haut ihm einen Dark Destroyer hin. Was bringen dann seine Monster? Was? Nein. Ich möchte das jetzt hören. Ja? Weil... Ja? Ja? Nein. Nein, du hast nicht argumentiert, Manisch. Ich möchte nur sagen, die Speed-Variante ist gut, damit du das OTK geben kannst. Aber gegen ein Deck wie Cosmo kannst du kein OTK geben, weil er hat immer Schutz auf der Hand. Ja? Und er entfernt doch vom Feld. Was? Um sein großes Monster zu rufen, darum geht es. Wenn er Destroyer bringt, ist es vorbei. Ja, wenn er's hat er es. Ja, aber er hat es immer. Was hat er immer? Er hat immer Destroyer fast first turn. Es ist so. Allein durch Tin wird er entweder auf den Grave legen oder er kriegt ihn auf blöd mit Würfel auf die Hand. Ja, soll er doch. Der Fälter kommt das Monster. Weißt du welche? Du kriegst, ja, wie kriegst du Destroyer weg? Und dann, das zweite ist, Cosmo spielt noch Schutz. Es ist ja nicht nur Destroyer das Problem, es sind Karten wie Cosmo Joe, es sind Karten wie Warning, es sind Karten wie Solemn Strike, ja. Das Problem ist, die OTK-Variante lohnt sich gegen Decks, die du überlaufen kannst. Cosmo kannst du nicht überlaufen, die Monster sind zu stark und können nicht getargetet werden. Darum geht es. Also da ist so eine Kontrollvariante wirklich sinnvoller, in dem Format. Hey, Rating für das Deck. Also ich bin der Meinung, wenn er wirklich in dem Meta mithalten will, ist die Variante sinnvoller. Es ist leider nicht metatauglich oder beziehungsweise turniertauglich. Meiner Meinung nach gegen Metadecks kann er da nicht viel reißen, außer mit dem guten Board. Aber für ein gutes Spaßdeck ist es auf jeden Fall geeignet und da würde ich halt, keine Ahnung, eine 7,5 geben. Ja. Ich finde das Deck an sich einfach schlecht.
Also an sich hat Stack, also mit Heroes und so, finde ich halt einfach zu schlecht, einfach für das Meta allgemein auch. Kann einfach nichts, außer Dark Lore kann was, der Rest kann einfach nichts. Und Zeitdeck ist natürlich komplett fertig. Also ich gebe dir leider nur 4 von 5 von 10 Sternen. Der Dieter Bohlen, der Yu-Gi-Oh! Kritiker, hat wieder gesprochen. Die anderen Jungs waren wieder mal ein bisschen sehr freundlich, so wie letztens Tati und Alex. Ich weiß nicht, ob ich sie wiederholen werde als Kritiker. Die sind mir ein bisschen zu weich. Ansonsten könnt ihr gerne wie immer eure Decklisten an uns schicken. Wir werden sie uns genau anschauen und dann ein Feedback, ein Rating, ein paar Tipps dazu geben. Ansonsten leidet nicht. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.